Liebe Freunde des Geistpods, wir müssen die heutige Folge mit einer traurigen Nachricht starten. Marc, es betrifft vor allem Marc, dein Friseur hört auf. Das ist richtig. Das ist ein Schock für mich gewesen letzte Woche. Ja, man hat es dir heute Morgen angemerkt. Ja, das ist ein großer St. Pauli-Fan. Okay. Und der hat jetzt einfach gesagt, der hört jetzt von einem Monat auf den nächsten auf. Ich weiß gar nicht, wie ich hier mit anständiger Frisur im Podcast sitzen soll. Jetzt ist dein Einsatz, dass ich hier nie mit anständiger Frisur sitze. Eigentlich wollte ich sagen, der dir immer für 7 € die Haare geschnitten hat. Und das sieht man auch, aber den Witz hast du mir jetzt kaputt gemacht. Okay, gut. Aber Hat dir wirklich für 7 € die Haare geschnitten? Das ist korrekt. Ja, kein Wunder, dass er aufhört. Ach so, ich dachte, kein Wunder, dass... Anyway. Okay, ja, herzlich genau. Willkommen zu einer neuen Folge des Geistpods, bei der wir uns erstmal entschuldigen müssen. Letzte Woche gab es keine Folge. Ja, richtig. Wir hatten technische Probleme. Das kommt halt schon mal vor. Wenn man so technisch begabt ist wie wir. Richtig. Wir sind ja Schreiberlinge und Schuster bleibt bei deinen Leisten. Aber wer ist halt heute noch Schuster? Na, und deswegen... Oder Friseur. So, wir haben es versucht gestern, letzte Woche. Hat leider nicht funktioniert und deswegen ist das Ding einmal über die Wupper gegangen. Aber ja. Heute sind wir wieder da. Wir hoffen, es zeichnet alles auf, damit wir das auch online stellen können. Läuft. Großartig. Besten Voraussetzungen. Ja. Und läuft, Stichwort, das ist die Überleitung. Oh, sensationell. Es läuft beim 1. FC Köln. Findest du? 3-mal in Folge nicht gewonnen, also. Stimmt, ja. Also gerade am Wochenende hätte ich eigentlich schon gedacht, hätten sie packen können. Erzähl mir davon. Ich war nämlich nicht da. Ich war beim Skispringen in Willingen. War auch ein Erlebnis. Puh. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ob du diesen Megaflug am Freitagabend schon mitbekommen Nein, hast. Nein, da war ich nämlich beim Davis Cup in Trier. Seht ihr, mit wem ich das hier aushalten muss? Sportbegeistert. Ja, aber FC-Begeisterung bei so einem geilen 0:0 gegen Leipzig nicht vor Ort. Kann ja vorher keiner wissen. Ja, ist richtig. Aber wir haben ein richtig geiles Fußballspiel gesehen. Also ich fand es zumindest so. Ich hatte richtig große Freude, vielleicht für mich persönlich... Zumindest in der jüngeren Erinnerung das beste 0:0, das ich wirklich seit sehr langer Zeit erlebt habe. Du willst damit sagen, das war also besser als das Spiel vor einer Woche auf Schalke, über das wir ja nicht reden konnten, aufgrund des fehlenden Podcasts? Marginal besser. Ja, doch. Ja, doch. Okay, das fand ich nämlich schon richtig schön anzuschauen. Ja, das war zugegebenermaßen vielleicht so das Gegenteil dessen, was man normalerweise als schönes 0:0 bewerten würde. Nee, Leipzig war wirklich toll. Ich fand es richtig temporeich. Es ist hin und her gegangen, gerade in der ersten Halbzeit. Mhm. Beide mit offenem Visier, beide mit einem klaren Plan. Leipzig hat ein bisschen überrascht mit einer Dreierkette hinten. Da war Baumgart nicht sofort drauf eingestellt. Deswegen Leipzig in den ersten paar Minuten einen Ticken besser. Und jetzt hat es geklingelt. Aber nicht bei uns, oder? Doch, bei uns. Ach so, das ignorieren wir einfach. Wir ignorieren oder wir machen kurz Pause. Ich fürchte nämlich, es ist die Post. Dann machen wir Pause. Bist du wieder so weit, Marc? Was? Oh. Also beim Geistpod läuft es gerade irgendwie nicht. Jetzt klingelt es, kommt der Postbote und die Post ist nicht mal für den Geistblock. Was ein Stress. Wir erwarten doch unsere Karnevalskostüme. Ja. Mann. Ja, okay, jetzt wieder da. Wo Atme waren wir? Und dann erzähl mir von der Dreierkette, die Leipzig gespielt hat und damit den FC überrascht hat. Das waren die ersten 3 Minuten. Ach so. So ungefähr, die überrascht hat. Danach war der FC eigentlich da. Also eine echt temporeiche erste Halbzeit mit richtig großen Chancen auf beiden Seiten. Marvin Schwäbe wieder überragend, muss man einfach sagen. FC einmal auch im sehr großen Glück, als Timo Werner das Ding völlig frei vor Schwäbe irgendwo hinschießt. Nein, er hat kurz neben den Pfosten geschossen. Apropos Pfosten. Das war dann die große Chance vom FC Lindenmeiner. Aus 12, 13 Metern völlig frei vor Blasvic, der überhaupt nichts mehr macht. Hat er vorbeigeschossen, also vorbei am Torhüter. Und dann an den Innenpfosten. Und dann ist der Abpraller zu Jubicic rüber und der hat das Ding nochmal ans Lattenkreuz genagelt. War blöd. Das war alles in der ersten Halbzeit? Alles in der ersten Halbzeit. Ich habe nämlich dann irgendwann, nicht während des Skisprings, weil war ein bisschen schwierig mit Empfang, also ich wusste die ganze Zeit überhaupt nicht, wie es steht, irgendwann im Geist-Blog Live-Ticker gelesen, dass Marc Merten geschrieben hat, das Spiel geht auf gar keinen Fall 0:0 aus und auf gar keinen Fall mit 11-11 zu Ende. Das war mein Halbzeitfazit. Okay. Hast du keine Ahnung von Fußball oder was ist dann passiert? Ich fand, das war eine vollkommen berechtigte Annahme. Wir hatten
mehrere Großchancen, hüben wie drüben gesehen. Und sagen wir es mal so, irgendwas zwischen der 30. und 45. Minute hat Martin Pedersen, der Schiedsrichter, ein kleines bisschen die Linie verloren und ein kleines bisschen die Kontrolle über das Spiel. Und deswegen hagelte es plötzlich gelbe Karten. Und insbesondere beim FC, da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ehrlich, ich habe dann hinterher geguckt und dachte, dass nur Martel und Chabot gelb bekommen hätten. Martel und Schmitz haben gelbe Karten bekommen und Irjens wäre noch, weiß ich gerade gar nicht mehr, die vierte gelbe Karte gegen Jonas Hector hat es gar nicht gegeben. Ein klareres taktisches Foul, der hat quasi von hinten mit Xaver Schlager einmal Ringen gespielt und hat ihn einmal auf den Boden befördert, hätte schon durchaus gelb geben können, aber weil der Schiedsrichter dann hat weiterlaufen lassen, hat er vergessen, Hector danach nochmal die gelbe Karte zu geben. Schade. Anyway, ich war mir ziemlich sicher, dass das Ding nicht 11 gegen 11 ausgehen würde. Aber in der zweiten Halbzeit haben sich beide Mannschaften zumindest körperlich dann ein bisschen zurückgenommen in den Zweikämpfen. Was ich beeindruckend fand, ist, in der zweiten Hälfte der FC hat Leipzig 25 Minuten gar nichts aufs Tor schießen lassen. Außer in einer Sekunde, in einer Situation, die aber klar abseits war, wo da auch Werner ein Tor macht. Aber das war klares Abseits. Und da muss man schon sagen, da ist der FC super eingestellt aus der Kabine gekommen. Da hat man wirklich gemerkt, die hatten einen ganz klaren Plan, waren die absolut spielüberlegene Mannschaft. Da hätte ich gedacht, da hätten sie eigentlich mit ein bisschen mehr Punch vorne drin dann auch die in Führung gehen können. Das haben sie verpasst. Dann mussten sie hinten raus noch ein, zwei Mal ein bisschen aufpassen, weil sie dann mit der Einwechslung von Forsberg dann ein bisschen die Kontrolle verloren haben. Trotzdem, man muss ja davon reden, der FC hat gegen Leipzig gespielt. Und ich bin total verwundert, dass du sagst, sie war die spielüberlegene Mannschaft. Absolut. Also 25 Minuten bis so ungefähr, ich meine, Forsberg kam so Ende der 60. ins Spiel, bin mir nicht ganz sicher. Aber der FC hat dann wiederum selbst gewechselt, so rund um diese Minuten und hat Selke und Thielmann gebracht für Kainz und Tigges. Und da ging beim FC ein bisschen die Sicherheit verloren und Leipzig hat ein bisschen mehr Sicherheit gefunden. Aber bis dahin würde ich sagen, zweite Halbzeit komplett dominant FC, bis auf so die richtig klaren Torchancen, die hat es einfach nicht gegeben. Da hat, wie so häufig beim FC in dieser Saison, ist vielleicht der letzte Pass, die letzte Konsequenz gefehlt. Man muss aber auch sagen, da verteidigen ja auch nicht irgendwer irgendwelche Leute bei Leipzig. Klingt gut. Kannst du mir noch diese Geschichte rund um einen Wutball erklären? Bisher haben wir, ich weiß nicht, ob du irgendwie mal von einem Anti-Stressball bei Steffen Baumgart mitbekommen hast, irgendwas mitbekommen hast. Nee? Also ich kenne Anti-Stressbälle, aber nicht bei Steffen Baumgart. Genau, ich auch nicht. Wussten wir irgendwie alle nicht, dass Steffen Baumgart offensichtlich mal, es muss von Thomas Kessler gewesen sein, einen Anti-Stressball geschenkt bekommen hat, irgend so ein graues Ding. Und das muss er wohl vor allem irgendwie so ein bisschen vor dem Spiel oder in der Halbzeit irgendwie mal ein bisschen bearbeiten. Und Marco Rose, der ja gut mit Baumgart befreundet ist, hat das offensichtlich mitbekommen und hat dann hinterher auf der Pressekonferenz ein bisschen rumgealbert, dass Baumi dem Rosi, dem Wuti-Balli, das macht mich wahnsinnig, wirklich, nicht gegeben hat. Weil Rose, muss man sagen, auf 180 war nach dem Spiel. Der Frank Elek hat den wirklich körperlich zurückhalten müssen, damit der nicht auf den vierten Offiziellen und auf den Schiri losgegangen ist. Der war außer sich für einen kurzen Moment, war aber sehr stolz darauf, dass er die gelbe Karte vermieden hat. Ja, hat er nicht gesagt, er hat sich auf den Boden geworfen wie ein kleines Kind? Hat er das wirklich gemacht? Nee, das hat er leider nicht gemacht. Schön wäre es gewesen. Das hätte ich gern gesehen. Ja, nee, das nicht. Aber gab es dafür einen Auslöser? Ich bin mir nicht ganz sicher, auf was sich das genau bezogen hat. Ich glaube ganz grundsätzlich, Pedersen hatte nicht den besten Tag. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass sich Leipzig in irgendeiner Form groß benachteiligt fühlen konnte. Also mir würden jetzt keine Situationen einfallen, bei denen es ganz klar war, dass denen in irgendeiner Form ein Spielentscheidendes untersagt worden wäre. Okay. Jetzt kann man festhalten, der FC hat in dieser Saison 2 Punkte gegen Leipzig geholt, nicht verloren. Das ist auf jeden Fall erwähnenswert. Ich finde auf jeden Fall. Also das Hinspiel war ja noch... Schoboschlei hat dann irgendwann glattrot oder gelbrot? Nee, glattrot, kurz gesehen. Vor der Pause war es, genau. Da war der FC, wie ich fand, 11 gegen 11 die bessere Mannschaft. Ja. Und dann mit oder gegen 10 hatten sie dann plötzlich Probleme. Und jetzt muss man sagen, ich fand das Spiel 90 Minuten auf Augenhöhe, dass man immer mal wieder so ein bisschen
es hin und her geht. Ne? Das finde ich normal. Aber man hat nicht gemerkt, dass da ein, ich sage jetzt mal, zweiter FC Bayern irgendwie den Kölnern gegenübersteht. Ganz im Gegenteil. Wenn ich das mit München jetzt vergleiche mit dem Spiel, da war ja Bayern total dominant und haben es einfach in der zweiten Halbzeit dann gut gemacht. Jetzt war es Leipzig, es war einfach ein gutes Fußballspiel zweier guter Mannschaften. Und darauf, glaube ich, kann der FC echt stolz sein. Ja, gegen eine Mannschaft, die 14 der letzten 17 Spiele gewonnen hat, 17 Mal in Folge nicht verloren hat, jetzt 18 Mal, ist das auf jeden Fall aller Ehren wert. Ich finde vor allem, dass man, und ich finde das auch total wichtig, dass du gegen Bayern und Leipzig bis auf diesen absoluten Sonntagsschuss ohne Gegentor geblieben bist. Ja. Also du spielst jetzt 4 Spiele, hast in den quasi vor Weihnachten in den 15 Bundesligaspielen 29 Tore kassiert, also fast 2 Gegentore pro Spiel. Und jetzt gegen Bremen, Bayern, Schalke und Leipzig, vor allem Bayern und Leipzig, kriegst du insgesamt nur 2. Also da muss man wirklich sagen, Hut ab vor offensichtlich den Abläufen, die jetzt in der Defensive, die wieder stimmen. Und klar, da brauchst du auch manchmal einen guten Torhüter, den hast du einfach. Aber es passiert auch grundsätzlich nicht so wahnsinnig viel vor dem Kölner Kasten. Wollte ich gerade sagen, das ist ja kein Glück gewesen, dass die Gegner blind daneben geschossen hätten oder Schwäbe überragend jedes Spiel hätte halten müssen. So wie du es jetzt gespiegelt hast und wie es auch gegen Bayern war, die ganz hundertprozentigen waren ja gar nicht dabei für die Gegner. Nein, also die Bayern, klar, Schwäbe muss, oh, klar, wenn du gegen die Bayern und gegen Leipzig spielst, muss der Torhüter halt irgendwann mal halten. Ist ja auch logisch. Das ist völlig egal. Das wird wahrscheinlich Donnarumma beim PSG genauso passieren. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass du das gerade gegen Leipzig nicht das Gefühl hattest, oh Gott, die überrollen dich gerade, du kriegst gar nicht mehr irgendwie kriegst gerade noch irgendwie die Füße vor dem Ball oder so. Es hat in der zweiten Halbzeit eine gefährliche Aktion gegeben. Also, wie ich finde, so eine richtig gefährliche. Da hat einmal Henrichs abgezogen, dreimal abgefälscht, irgendwie geht der Ball drüber. So ein Ding kann auch irgendwann mal reingehen, klar. Aber ansonsten fand ich, muss man sagen, die Abwehr ist, bevor wir jetzt auf den Abwehrchef zu sprechen kommen, vielleicht, aber das war einfach ganz souverän, muss man sagen. Klingt gut. Ja, Abwehrchef, haben wir ja schon. Du hast. Bis auf das Leipzig-Spiel hast du jetzt aber alles gesehen. Ja. Das heißt, du hast den Chef Chabot, hast du schon in Aktion gesehen. Den Chef Chabot, ja, Genau. habe ich gesehen. Ich bin überrascht und begeistert tatsächlich. Also ich finde ihn wirklich richtig, richtig gut. Und wenn du mich Ende November oder im Dezember gefragt hättest, soll der FC Chef Chabot verpflichten, hätte ich gesagt, nein, bitte nicht, nicht für das Geld. Und jetzt, finde ich, sollte man da definitiv drüber nachdenken. Vorausgesetzt, er kann diese Leistung bis zum Sommer halten. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, gerade auch bei Keller, der ihn jetzt gelobt hat als einen deutlich beweglicheren Kühlschrank, was ich einen sehr passenden Begriff fand. Er hat sich entwickelt, er hat einen großen Schritt gemacht. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der jetzt halt sehr lange verletzt war. Du hast ihn in Austin noch gegen Stuttgart gesehen, da war er wohl nicht so gut, ne? Wenn ich das in Erinnerung Da war habe. ja die gesamte Mannschaft nicht so gut. Ach, Also das gut, würde ich okay. jetzt definitiv nicht an ihm festmachen. Also ich glaube, bis auf Jonas Hector hatte da niemand Normalform damals bei dem Testspiel. Und deswegen. Und jetzt muss man einfach sagen, der ist gut in Form, der ist topfit, der ist tatsächlich beweglicher geworden. Und vor allem, ich hatte das Gefühl, so ganz am Anfang ist er in jeden Zweikampf rein und hat jeden umgeholzt, der irgendwie nicht bei 3 auf den Bäumen war. Und jetzt trifft er so viele gute Entscheidungen im Infight und da ist er wirklich ein Kühlschrank. Also da an dem kommt halt wirklich nicht so schnell einer vorbei. Ich erinnere mich an das Hinspiel gegen Fever in den Conference League Playoffs. Da war er schnell wieder runter durch ein nicht ganz so geschicktes Zweikampfverhalten. Und ich glaube, das würde ihm jetzt einfach nicht Ja. passieren. Also er macht das ganz, ganz klug, ist sehr offensiv im Verteidigen, was zum FC einfach passt. Also gerade in den ersten paar Minuten hatte der 2, 3 richtig gute Zweikämpfe gegen Silva und gegen Szoboszlai. Der hat den echt richtig auf die Füße getreten, aber dabei die Bälle gewonnen. Und das gefällt Baumgart ja dann in dem Moment. Ja, ich erinnere mich an das Schalke-Spiel. Also alle Bälle, die in den Strafraum geflogen sind, Chabot hat sie rausgeköpft. Und ich glaube, er hatte ja dann auch 86% Zweikampfquote, was ja wirklich für einen Innenverteidiger richtig stark ist. Ja, also ich glaube, in der Luft sowieso ist er halt gutes Timing plus die Größe. Also das kann er. Aber was wir bisher weniger von ihm gesehen haben, dass er halt auch in der Lage ist, am Boden die Zweikämpfe überlegt zu führen.
Und dann aber auch vielleicht mal im Spielaufbau das ein oder andere Zeichen zu setzen. Und macht sich gut. 4 Spiele. Abwarten, mal gucken. Haben wir bei Toni Leistner ja vor einiger Zeit auch mal gehabt, dass wir am Anfang dachten, hey, das ist ein guter. Und dann war man am Ende froh, dass er den FC nicht verpflichtet hat. Aber man kann nur hoffen, dass er einfach dieses Niveau hat und dass der FC dann vielleicht irgendwann so im April oder so mit Sampdoria mal ein Gespräch führt. Die Ablösesumme ist dann ja frei verhandelbar. Deswegen 2,5 Millionen wird der FC wahrscheinlich im Sommer nicht übrig haben. Das glaube ich auch nicht. Außer sie spielen doch wieder um Europa mit. Apropos, 6 Punkte bis Platz 7. Platz 7 könnte wieder für die Conference League reichen. Würdest du davon ausgehen? Dass es reicht? Ja, wenn man guckt, welche Mannschaften aktuell noch im DFB-Pokal vertreten sind, könnte ich mir vorstellen, dass Platz 7 für die Conference League reicht. Ob das jetzt für den FC reicht, noch dahin zu kommen, das warten wir mal ab. Aber wenn du jetzt auch da wieder schaust, so 4 Spiele ohne Niederlage, 6 Punkte, und da sind ja Spiele gegen die Bayern und Leipzig dabei, muss man doch eigentlich positiv gestimmt sein. Auf jeden Fall, ich bin auch positiv gestimmt. Ich sehe aber auch, dass der FC aus 12 Spielen nur 2 gewonnen hat. Und bei der Quote reicht es dann halt eben nicht für Platz 6 oder 7 am Ende. Ist das sowieso so eine Phase, bei der der FC hat auch die meisten Unentschieden in der Liga, dass der FC an dem Punkt gerade ist, den Baumgart auch letzte Saison schon beschrieben hat, dass irgendwann die Unentschieden Richtung Siege fallen? Ja, das wäre schön. Ich fände das gut. Also man muss sagen, wenn du mir vor den letzten 3 Spielen gesagt hättest, Schalke oder Bayern, Schalke, Leipzig, mir gesagt hättest, der FC holt 3 Punkte aus den Spielen, hätte ich gesagt, okay, der FC gewinnt halt wahrscheinlich auf Schalke und die anderen beiden verlieren sie. Wäre okay gewesen. So hast du auch die 3 Punkte und hast keins davon verloren, ist auch okay. Ja. Ich finde, es fühlt sich insofern ein bisschen anders an, als dass du halt nicht mit diesen 2 Niederlagen irgendwie umgehen musst, sondern ja, du hast zwar auch in Anführungsstrichen nur 3 Punkte, aber du hast 2 richtig geile Unentschieden geholt. Und ich finde, auf Schalke war das so genau das Gegenteil zum Leipzig-Spiel, dass du hast gemerkt, die Mannschaft war nicht gut und dann darfst du dieses Spiel nicht verlieren. Ja. Das ist dann einfach so dieses, okay, wir wissen, heute läuft nicht viel zusammen, dann dürfen wir dieses Spiel nicht verlieren. Und auf Leipzig, gegen Leipzig war es so, mit ein bisschen Glück hättest du es halt gewinnen können. Also das fand ich so den krassen Unterschied zwischen diesen beiden Spielen. Und dann sagt man, okay, naja gut, beim einen Spiel Leipzig ist der FC halt noch nicht so weit, aber beim anderen sind sie halt gereift und verlieren das Ding halt nicht. Ich finde es halt irgendwie spannend, dass der FC immer diese überragenden Leistungen gegen die starken Gegner hat. Also würdest du sagen, wenn der FC auf Schalke so gespielt hätte wie gegen Leipzig, hätten sie die aus dem Stadion geschossen? Auf jeden Fall. Aber kann man das überhaupt so sagen? Weil es kommt ja auch immer auf den Gegner an. Ja, wir haben ja auch über diese Endspielatmosphäre auf Schalke, oder wir haben nicht im Podcast darüber gesprochen, aber wir haben sehr viel darüber diskutiert, dass Schalke wahrscheinlich dieses Spiel auch genauso angegangen ist. Und die hatten ja auch direkt nach 2 Minuten diese Großchance, die dann Schwäbe pariert hat. Und ich glaube, man hat auf Schalke einfach gemerkt, dass da ein Gegner gegenüberstand, naja, die haben dann halt irgendwie alles versucht, dieses Spiel irgendwie zu gewinnen. Während Leipzig, ich will nicht sagen, die sind arrogant in das Spiel gegangen, glaube ich nicht. Dafür haben sie auch zu gut gespielt. Aber in solchen Spielen, Marco Rose hat das gelobt, selbst eine Mannschaft wie Leipzig trifft dann auf den FC und erlebt ein Spiel, wie er das genannt hat, ein typisches Köln-Spiel mit einer schlechten Passquote. Also, dass selbst eine Mannschaft wie Leipzig nicht in der Lage ist, die 86% zu erreichen, die sie eigentlich für ihr Spiel brauchen. Und ich glaube, sie hatten 78%. Und das ist, glaube ich, typisch FC, wenn sie es gut machen. Und während Schalke dann wiederum, die sagen sich, wir haben sowieso eine schlechte Passquote, dann können wir das Ding auch nach vorne bolzen und hoffen, dass Terodde oder Frei oder wer auch immer das dann irgendwie über die zweiten Bälle dann gut macht. Und darauf setzt Leipzig halt nicht. Und ich glaube, das ist so dann der Unterschied. Deswegen hat ja auch FC mal gegen Augsburg oder so Probleme. Die holzen da, die können da kein Fußball spielen. Sorry. Ich finde das spannend. Ich habe das Zitat von Marco Rose nur gelesen gehabt und gedacht, er disst damit gerade den FC, weil er sagt, wir hatten genauso eine beschissene Passquote, wie es der FC immer hat. Aber dann war damit gemeint, wir hatten die gleiche Passquote wie alle anderen Mannschaften gegen den FC. Ja, es war quasi ein Lob. Rosi und Baumi haben sich ja Rosium, ja. dagegen, ne, genau, haben Schön. sich ja schön
die Lobhudeleien dazu geschoben. Und nein, das hat Rose auch schon so gesagt. Er sagte auch ein Kompliment an meine Mannschaft, dass sie das Spiel gegen Köln so angenommen haben. Das muss man sich ja auch mal überlegen, was dahinter steckt. Also wir reden da über eine Multimillionentruppe, die dafür gelobt wird, dass sie gegen eine Mannschaft und nicht despektierlich gegen den FC gemeint, aber das ist jetzt keine Multimillionentruppe. Also eben, wenn man alles zusammenzählt, irgendwie schon. Ja. Ne? Aber da spielt halt ein Martel hinten drin, ist ein Hussein Basic eingewechselt worden. Tigges, also wir kennen die Truppe. Ja. Ne? Und das fand ich bemerkenswert. Ja, und jetzt haben wir einen richtungsweisenden Februar noch vor uns. Oder wie würdest du die Spiele gegen Frankfurt, Stuttgart und Wolfsburg bewerten? Jetzt kommt der Klassiker. Ich gucke immer nur auf das nächste Spiel. Okay, ja, dann ich gucke auch noch auf die anderen beiden, aber dann guck du mal nur auf Frankfurt. Oh, jetzt kommt halt wieder so eine Truppe, ne? Bei der du irgendwie über Jahre eigentlich davon ausgegangen bist, ist der FC auf Augenhöhe. Ja. Da ist die Augenhöhe halt gerade ein bisschen davongelaufen. Also nicht nur Kolumuani, sondern halt auch diese gesamte Frankfurter Truppe, die hat das halt so gut gemacht, jetzt unter Glasner in den letzten anderthalb Jahren. Die sind halt einen Schritt weiter weg. Mal gucken, ich weiß es nicht. Ich würde mir wünschen, dass mein altes Gefühl stimmt, dass Frankfurt auf Augenhöhe ist und dass der FC gewinnen kann. Der FC kann gegen jede Mannschaft gewinnen und gegen jede verlieren, oder? Natürlich, Thomas Kessler. aber wenn du schon quasi auf den gesamten Februar blickst, ja. Drei Spiele, du hast ja schon aufgezählt, Frankfurt, Stuttgart, Wolfsburg. Entscheiden die, wohin es für den FC geht? Ich glaube, sie entscheiden, ob der Blick weiterhin mit zwei Augen nach unten geht, wie Steffen Baumgart das vor dem Spiel gegen Leipzig gesagt hat, oder ob man vielleicht mit einem Auge so ein bisschen in Richtung oberes Tabellendrittel gucken kann. Ich glaube, Stuttgart kann man schon sagen, ist das Spiel, das entscheiden wird, ob der FC nochmal unten reinrutschen könnte oder nicht. Absolut. Stuttgart ist aktuell 7 Punkte hinter dem FC auf dem Relegationsplatz. Ich weiß tatsächlich nicht, gegen wen Stuttgart jetzt am Wochenende spielt. Freiburg. Nicht ganz so einfach. Und in Freiburg. Guirassy fällt, glaube ich, etwas länger aus. Wird nicht so einfach für Bruno und seine Stuttgarter. Und dann könnte der FC tatsächlich es schaffen, mit einem Auswärtssieg beim VfB einen großen Schritt wegzukommen. Ja, aktuell sind es 9 Punkte auf die Hertha. Wenn da jetzt ein paar Pünktchen noch dazukommen, wird es, glaube ich, ein entspanntes Frühjahr für den FC. Und entspanntes Frühjahr würde bedeuten, dass wenn sie einen Lauf bekämen, dass sie dann halt auch vielleicht diese, was sagtest du, sind 6 Punkte nach oben? Auf Platz 7 zumindest? 6 Punkte auf Platz 7, ja. Und dann spielen sie ja gegen Wolfsburg noch Ende Februar zu Hause. Also es ist nicht ganz unmöglich, zumindest mal daran zu denken, wenn der Februar gut läuft. Ja, jetzt so Richtung Europa League, das sind schon 11 Punkte auf Platz 6. Das sind viele Spiele, die du mehr gewinnen müsstest. Und man muss immer so berücksichtigen, der FC hat erst 5 Spiele gewonnen in der ganzen Saison. Das ist gar nicht so viel eigentlich. Bei 19 Spielen stimmt. Ja, wir haben festgestellt, Augsburg hat ein Spiel mehr gewonnen als der FC. Und wir fragen uns, wie geht das? Sprich mich nicht auf Augsburg an. Es macht mich irre. Der FC hat das Hinspiel gewonnen, ist alles gut. Jetzt muss ich das doch noch sagen, ne? Augsburg, ne? Oh, das macht mich wirklich verrückt. Die haben in fast allen entscheidenden Statistiken die schlechtesten Werte der Bundesliga. Und die haben ein Spiel mehr gewonnen als der FC. Das macht mich irre. Das ist wirklich das Paradebeispiel, dass mir lieber irgendwie nur 2 Punkte besser als Augsburg zu stehen oder wie viel es am Ende jetzt gerade sind und dafür aber schön Fußball zu sehen. Ja. Boah, macht mich das wütend. Aber Augsburg hat Leverkusen geschlagen und das hat mich schon sehr gefreut. Können wir bitte morgen gegen Leverkusen spielen? Der FC würde diese Schütteltruppe gerade derart aus dem Stadion jagen, solange Kingsley Schindler auf der Bank bleibt. Nee, sorry, das war jetzt unfair, aber es wäre ja schon im Hinspiel so geglückt. Und das macht einen irgendwie verrückt, dass der FC gegen diese Truppe verloren hat. Ja. Ich muss mich mal gerade ein bisschen zurücknehmen. Beruhig dich. Also, was haben wir? Wir haben jetzt die 3 Spiele. Da hat der FC in der Hinrunde 5 Punkte geholt. Wärst du mit den 5 Punkten wieder zufrieden? Ich glaube, das wäre eine gute Ausbeute. Ich würde mir halt irgendwie den Sieg gegen Stuttgart wünschen. Genau, ich wollte auch sagen, das wäre eine gute Ausbeute, solange der Sieg gegen Stuttgart ist. Ja. Dann wäre es, glaube ich, okay. Wobei ich mir
vielleicht auch noch zusätzlich einen Heimsieg wünschen würde, wenn ich das durfte. Weil wenn du schon gegen Frankfurt und Wolfsburg zu Hause spielst, einer dürfte es sein. Ja, ich wünsche mir sowieso mal wieder so eine Siegesserie wie gegen Ende der, nicht letzten Hinrunde, sondern der davor und Ende der Rückrunde letztes Jahr. Aber was ist das für ein Wunsch? Ich glaube, jeder wünscht sich Siege seines Vereins oder des Vereins, über den er berichtet, wie auch immer man das bei uns sagen möchte. Ja, das wirklich, wenn man jetzt tatsächlich mal sagen würde, man würde diese drei Spiele sogar gewinnen, dann hätte man natürlich plötzlich eine ganz andere Ausgangssituation. Dann wärst du halt nach 22 Spielen mit 32 Punkten plötzlich oben dabei. Dann würden wir hier sitzen Ende Februar und würden darüber sprechen, ob der FC dann, ich glaube, bei Union Berlin den nächsten Schritt machen kann, um Europa mitzuspielen. Und was dann passieren würde bei Union Berlin, wissen wir alle von daher. Genau. Lieber nicht die drei Spiele alle gewinnen. Nee. Dann lieber bei Union nochmal gewinnen. Ja. Gut, aber es ist jetzt im Vorfeld vielleicht auch ein bisschen vermessen zu sagen, der FC gewinnt alle drei Spiele. Und dann sitzen wir vielleicht in drei Wochen hier und... Mit einem Punkt. Ja. Genau. Und den nicht gegen Stuttgart. Ja, was ich mir jetzt als letzten Punkt noch aufgeschrieben habe, Frankfurt, nächster Gegner, Sonntag, hat zuletzt am 29. Oktober ein Spiel verloren. Na, es wird doch wieder Zeit. Eigentlich. Ja, eben. Dachte ich mir bei Leipzig jetzt schon, aber gut. War knapp dran. Also ich finde, es ist zu Hause und ich erinnere mich, dass der FC zu Hause ja jetzt auch zu seinem Geburtstag spielt. Mhm. Und das hat es vor ein paar Jahren schon mal zu Hause gegeben, mit dieser richtig geilen Choreografie, wo die Fans auf der auf dem Südoberrang diese verschiedenen Epochen dargestellt haben. War gegen Frankfurt? Das war gegen Frankfurt und die haben 3-1 gewonnen. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Wenn das mal kein, sagt man Omen? Wie auch immer. Ein gutes Omen. Ein gutes Omen ist. Ja. Dann finde ich, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es eine Choreo wieder geben wird zum 75-Jährigen. Spielt der FC dann auch in seinen, wie ich finde, zugegebenermaßen ziemlich geilen 75-Jahr-Trikots. Ja. Ja, bin auch ein Fan. Ich bin gespannt, wie sie dann im Spiel aussehen. Ja, ja. Aber wir wissen ja zumindest, wie sie jetzt schon im Original aussehen. Ja. Werden wir sie anhaben eigentlich? Nein. Nein, das machen wir nicht. Wobei, wenn wir einen Pullover drüber hätten, würde sie keiner sehen. Du hast das schon mal gemacht. Ich habe das schon mal gemacht. Dortmund. War das gegen Dortmund? Ja, gegen Stöger. Das war sogar das Trikot, das Jubiläumstrikot. Oh, das kann gut sein. Ja. Das ist ja verrückt, was die... Hätte ich jetzt nicht mehr sagen können. Ich erinnere mich auch noch, dass Jorge Meret ein Kopfballtor geschossen hat nach einer Ecke. Aber FC hat, glaube ich, trotzdem verloren. Ja, Stöger hat gewonnen in Köln. Da war noch dieser Batshuayi. Batshuayi? Genau. Der wahrscheinlich seine einzigen beiden Tore für Dortmund gegen den FC geschossen hat. Ja, so ist das. Aber kommt nicht Dortmund, sondern Frankfurt. Richtig. Das muss man nur noch darauf hoffen, dass irgendwie Kolumuani einen Schnupfen kriegt oder so. Die haben ja noch ein Spiel jetzt. Ucha der Woche. Ach, das ist ja schade. Mhm. Hast du Ucha der Woche gesagt gerade? Toni Ucha der Woche? Unter der Frankfurt Woche. Hat noch ein Spiel Ucha der Woche. Ja. Genau. Oh, ist schon spät heute. Ja, ich möchte an dieser Stelle noch Tolu Arokodare zu seinem ersten Tor für Genk gratulieren. Das tut schon ein bisschen weh. 5 Millionen haben die Belgier bezahlt und er hat direkt getroffen. Und hat zum Sieg getroffen. Ja. Oh, ist das schwierig. Ja, das ist wirklich so ein Transfer, ne? Oh. Der Hiss konnte ja keiner ahnen. Außer Horst Held, der aber dann einfach diesem Spieler nur einen Einjahresvertrag gibt. Anstatt zu sagen, weißt du, den leihst du wenigstens für 2 Jahre mit einer Kaufoption an mir. Ohne Spielberechtigung für die Regionalliga. Ja, das ist alles so. Gut, okay. Den Spieler, der dem FC durch die Lappen gegangen ist. Ja. Muss man so. Und ich würde sagen, ein interessanter Podcast geht zu Ende mit nur einer kurzen Störung heute. Immerhin, aber wir haben das technisch alles hinbekommen. Ja. Kamera läuft, Ton läuft, sollte gehen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schönen Gruß an meinen Friseur. Wollte gerade sagen, viel Erfolg bei der Suche eines neuen. Eines neuen Friseurs. Ich hoffe, dass diese Suche ähnlich leicht geht, wie der FC weitere Hussein Basics verpflichten wird. Wenn ihr in Köln, im Kölner Westen Empfehlungen habt für günstigen Herrenfriseur. In der Nähe Aachener Straße, Gürtel gerne. Schreibt es in die Kommentare. Ja, freuen uns. Gott, können wir das jetzt beenden, bitte? Ja, bis nächste Woche. Tschüss.